Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu dem nächsten Teil, beziehungsweise zum dritten Teil von Let's Play Fallout 4. Das ist mein Charakter und wir sind aus der Vault 111 hinausgekommen und sind jetzt hier in einer völlig zerstörten Welt. Im Wasteland von Boston. Cool, und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir unseren Sohn finden können oder überhaupt irgendwie erfahren können, was hier so geschehen ist, beziehungsweise was so mit der Welt passiert ist. Holzkiste, Redex. Redex ist gut. Nehmen einfach mal alles mit am Anfang. Ach so, hier kann ich den Aufzug holen, oder was, wenn er nicht da ist. Okay, Schraubschlüssel, Ordner. Ne, Ordner brauchen wir nicht. Denke ich, hoffe ich, schätze ich. Vögel. Oh, Kran. Wahrscheinlich so gerade erst fertig geworden, die Vault, ne? Oh, Servus. Was ist hier? Was ist da unten? Cram. So, nice. Oh, Kronkorken. Kronkorken. Kombi-Schraubschlüssel. Ah, ist übrigens ganz fancy. Ich gucke jetzt hier einfach drauf und sehe ich da nichts, beziehungsweise jetzt gerade gar nichts. Aber was im Schreibtisch drin? Das ist ganz nice eigentlich. Okay, cool. So. Wir ziehen lang. Wir sollen eigentlich da lang. Aber gut. Um ehrlich zu sein, ich bin ja in meinem Eigenversuch schon mal da lang gelaufen. Es ist jetzt nicht so, dass da plötzlich was mega Tolles ist. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir gehen jetzt einfach erstmal hier lang. Fuck, die ganzen Leute, die hier vor dem Tor standen. Ja, drücke LS, um zu sprinten. Ich weiß, habe ich doch gerade schon getan. Erstmal ganz wichtig. Erstmal in den Pitball. Kleidung. Erstmal die Brille ausrüsten. Und den neuen Anzug, weil der neue Anzug viel cooler ist als der alte. Ja, yeah, jetzt sehen wir aus wie so ein krasser Autor, was weiß ich. So. Oh, Schlammbohne. Ja. Yeah. Alles mitnehmen, was geht. Hier noch irgendwas tun? Nein? Schade. Okay, weiter geht's. Alles so. Aber hier wächst wieder was, ne? Ich meine, Fauna. Wie lange wir wohl in der Vault waren? Ich meine, im Prinzip. Sanctuary. Hallo. Okay, cool. Briefkasten leer. Ja, gut. Gehen wir einmal ein bisschen looten, würde ich sagen. Was haben wir hier? Milchbottle hier. Leere Milchflasche. Ja. Red Kakerlaken wirklich überall. Nicht wohl schlagen. Ja. So. Okay. Du hast Strahlungsschaden erlitten, der deine maximale Gesundheit reduziert. Such einen Arzt auf oder nimm Red Away, um dich durch die. Ja. Wahrscheinlich um es wieder wegzukommen, ne? Oh. Yam Yam, russische Eier. Nuka Cherry, Nuka Cherry, Nuka Cola, Nuka Cola ist gut. Nuka Cola. Oh, hier ein bisschen Dreck im Laub. Duschen. Hm. Oh, Toilette. Hm. Oh, Stimpak. Nice. Okay, cool. Bisschen looten. Koffer. Okay, wir haben eine Haarklammer. Mit RS drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Bla bla. Ja, es ist im Prinzip wie in Skyrim und in Löwen auch. Oh fuck. Klein bisschen justieren noch. Yes! Das wär's. Oh, eine neue Haarklammer. T-Shirt und Hose. Cool. Uns erstmal diesen Overall ausziehen. Ja? Vielleicht besser aus. Guck mal. Oh, das ist ja quasi so, wie wir das vorher auch hatten, nicht wahr? Genau, okay. Sieht jetzt so ein bisschen casual aus, wie wir durch die Tundra steppen. Okay, die Waffe wegpacken. Brauchen wir jetzt nicht. Cotsworth! Cotsworth! Mein Gott! Ja, ist denn das ich schneide erstmal. Wirklichkeit? Du bist es wirklich! Ja. Was ist hier überhaupt los? Cotsworth.
Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Jemand hat sie getötet. Ja. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der ja, der gute Sean. Bei Ihnen? Einfach nicht. Hast du Sean gesehen? Hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Klar, mhm. Sie haben ihn mir weggenommen, er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Was? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. What the heck? Manchmal enthalten die Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden. Aber wie schwer ist es, jemanden zu überreden? Erkennst du an der Farbe? Gelb, einfach, orange, mittelrot, schwer. Aha. Hatsworth, du verhältst dich... ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Ja, ist furchtbar. Das ist quasi wie Fettflecken. Mann. Dass diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du, Cotsworth? Ja. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären... tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Hey, Schatz, Holoband. Danke. Cotsworth. Gern geschehen. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Ja, meine Frau wohl leider nicht. Ja, okay. Natürlich. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Mach du mal. Erstmal in den Papier. Hilfsmittel. Hier ist das Hologramm. Das hören wir uns jetzt erstmal an. Oh, cool. Ah, oh Gott. Liebevoll und lustig, ja.
echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch ist, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Wow. Immerhin habe ich diese Erinnerung an Nora. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen mit Cotsworth looten. Looten! Okay. Dann gehen wir voran. Wow, Halloween-mäßig. War Halloween? Okay. Hier, guck mal. Du machst das hier schon, Cotsworth, ne? Ja. Militäruniform. Oh. Meine Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Ganz ruhig, gib komm, ich muss erstmal looten. Kaugummi! Looten. Looten und leveln. Das ist cool in jedem Spiel, ich weiß gar nicht mehr wieder. Fleisch und Bohnen, yeah! Score! Bläfliche. Oh, ein Safe. Einsteiger, das kriegen wir doch bestimmt hin. So, nice. Geschafft. Oh, nice, nice. Impro-Pistole. Mentats. Redex. Schicke Haarbürste. Oh, das ist keine normale Haarbürste. Und Vorkriegsgeld. Ey, Dollar. Nice. Sehr cool. Was ist das hier? Weiß man nicht, ne? Sturmfahrzeug, Hosenträger und Hose. Okay. So, jetzt erstmal kurz. Ah, ne, Quatsch, man. So, Kleidung. Militäruniform. Hört sich doch ganz gut an. So, jetzt machen wir hier mal Favoriten. Wie geht denn das? Ah, okay. 10mm Pistole machen wir mal dahin. Impro-Pistole. Wäre auf rechts. Und den Schlagstock. Ja, der bleibt links, genau. Ne, fuck, der bleibt links, so. Okay, cool. Impro-Pistole, wie sieht so zusammengeschustert aus. So, okay, wo ist Cotsworth jetzt hin? Cotsworth, goddammit! Das ist echt so, wenn man nur vorbeigehen guckt, dann ist das so mega creepy. Oh, fuck. Skeleton Man. Cotsworth. Oh, hier muss er. Ah, da ist er. Ich sehe dich. Okay. Sir, hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Ich fürchte ja. Sean ist da draußen. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Okay. Concord ist... Du bist nutzlos. Das ist einfach so... sarkastisch. Gefallen mir jetzt schon. Oh, gut. Vielleicht kommen sie mit ihnen zurecht und sie können helfen, den kleinen Sean zu finden. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Die Heimatfront, okay. Dreckige Fall des US-Flagge. Aha, okay. Nehmen wir einfach mit. Ernsthaft geht's wahrscheinlich nicht. In Concord muss es jemanden geben, der ihnen helfen kann. Okay. Oh, du hast hier schon alles gereinigt mal wieder. So, looten. Oh Gott, fuck. Oh, Impfpistole. Noch eine, yeah! Nice. Strohkissen. Looten. So, hier hinten auch noch looten. Noch mehr Blähpfleger, yeah! Plastikkürbis. Ich weiß nicht, nehmen wir mit. Spielzeugauto, Babyrassel, nee, ist nicht so mein Fall.
Und da liegt noch eine. So, Kommode ist leer. Oh, Radio, wir können gleich mal Radio anmachen. Wir haben auch eins auf dem Pip-Ball. So, Radio. Diamond City. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich. Aha. Ich lese ihn einfach mal vor. Power Noodles. Unser Koch hat nur einen Satz auf Lager. Aber kein Problem. Er kocht ja auch immer nur ein Gericht.